So, ich stehe hier am Ostkreuz und warte gerade drauf, eine Freundin abzuholen. Und rauche mir gerade ein Zigarettchen. Ich erzähle euch mal was. Ja, ich kiffe. Und ja, ich habe auch schon vor der Kamera gekifft. Aber nicht all diese langen Zigaretten hier waren Tüten. Mir ist irgendwann mal schon mal aufgefallen, dass man die halt recht gut dosieren kann. Wenn ich aktive Zigaretten oder gestopfte rauche oder sonst normale gedrehte, ist es normalerweise so, ich mache die an und dann rauche ich die, bis die zu Ende ist. Mit diesen schönen Long Papers hier kann man ein bisschen anders rauchen. Die gehen aus. So kann ich ein paar Züge dran ziehen und dann kann ich sie ausgehen lassen und ich kann sie totquatschen, scheißegal. Und wenn mir dann halt wieder danach ist, einen Zug zu nehmen, dann mache ich sie einfach wieder an. Und außerdem habe ich mir irgendwann mal gedacht, wäre das ein lustiges Bild in den Straßen, wenn auf einmal alle Leute mit lange Zigaretten rauchen würden, es so aussehen würde, als würden alle kiffen. Und man kann ja mal sagen, also mir ist das halt auch schon passiert, ich bin dann darauf angesprochen worden, so von der Polizei, hören Sie mal, das geht hier aber nicht so mitten in der Stadt. Und ich sag, doch, das geht, da ist nur Tabak drin. So. Die können das riechen. Die Polizisten sind da ausgebildet, dann hält man da das Ding einfach unter die Nase und dann riechen die, ob da halt eben Haschisch oder Marihuana drin ist oder nicht. Ja, und dann konnten sie natürlich nichts sagen, weil die Long Papers werden legal verkauft. Und dann kann man da auch legal Zigaretten draus drehen. Und kann einem keiner verbieten, damit rumzulaufen. Aber es sieht natürlich so aus, als würde man mit einer Tüte in der Hand rumlaufen, ja. Das arbeitet aber nicht für uns. So, und dann hatte ich mir halt gedacht, da kann man eigentlich mal was mehr draus machen. Weil wenn nämlich mehr Leute anfangen, lange Zigaretten zu rauchen, könnte man damit tatsächlich eine kleine Aktion starten, durch die man die Legalisierung von Hanf ein wenig fördern kann. Und ich spreche ganz explizit nicht unbedingt von dem Kiff-Hanf. Das hier sollte auch jeden anderen Raucher interessieren, der irgendwie ein Interesse daran hat, dass sowas wie die Ölkatastrophe vor Florida nicht nochmal passiert. Das Ding ist, jetzt ist es passiert, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das wieder wegbekommen. Wie gesagt, es gibt Firmen, die Mittel anbieten und behaupten, dass sie quasi in kürzester Zeit in der Lage wären, diese Ölkatastrophe halt eben wieder in den Griff zu bekommen, und zwar auf biologische Art und Weise und nicht auf chemische. Biosativa, kann man mal googeln. Aber das Ding ist halt eben, dass es halt unser Lebensstil ist, der überhaupt erst möglich macht, dass solche Plattformen da irgendwo stehen und Öl anzapfen und ja, Tanker havarieren und solche Sachen. Und es dadurch natürlich auch immer wieder mal zu solchen Katastrophen kommt. Und das sind wirklich Katastrophen, das ist verheerend. Das ist jedes Mal natürlich ein riesen dickes Ding. Ne? Gibt viele Tiere, die kommen dabei nicht mit einem blauen Auge davon. Und das Ding ist halt, ah, da kommt die Toni. So ist das. Hallo. Na, Süße? Na? Steig gerade ein. Ich mache gerade noch ein Video. Ich bin gleich fertig. Gesell dich einfach zu mir. Das ist Toni. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo Welt ins Internet. Hallo Welt, du bist doch groß. Ja. Spaß gehabt? Ja, war witzig. Gut. Also, warum das Rauchen solcher langen Zigaretten hier ohne irgendwas drin, bis auf Tabak,
auch für Nichtkiffer interessant sein dürfte, sollte, könnte, wenn man wollte, ist halt eben, dass wir uns irgendwie mal den Anbau von Hanf dringend legalisieren sollten. Weil das, was viele, viele Leute nicht wissen, ist, dass man das nicht nur kiffen kann, das Zeug, kann man übrigens auch nur mit bestimmten. Mir geht es aber vor allen Dingen um Nutzhanf, der legal angebaut werden sollen dürfte, dürfen sollte. Das Ding ist nämlich, dass man aus dem Hanf Öl gewinnen kann, mit dem man genau das Gleiche machen kann, wie mit Erdöl auch. Man kann damit Autos fahren, man kann damit Kunststoffe herstellen, man kann das essen, man kann da Seile mit herstellen, man kann da Papier mit herstellen, man kann da Dämmstoffe mit herstellen. Mit dieser Pflanze kann man eigentlich fast alles machen. Und das wissen die wenigsten. Das ist das Milliarden-Dollar-Kraut, was nicht legalisiert werden darf, solange irgendjemand auf unsere Kosten diesen Planeten das Erdöl entzieht. Und das ist sowas wie das Blut dieses Planeten. Stellt euch vor, ihr würdet die ganze Zeit angezapft. Und solche Vampire sind wir. Man bräuchte den ganzen Haufen anderer Rohstoffe auch nicht mehr abzubauen. Man bräuchte keine Wälder mehr abzuholzen zur Papierherstellung und für Textilien. Aber das ist genau das Ding. Ne? Und das kommt noch dazu, dass es halt ein super Medikament ist. Was eigentlich auch jeder schon mal gehört hat. Aber in Deutschland ist verboten, ist es als solches zu nutzen. Weil die Pharmaindustrie dann kein Geld mehr verdienen würde. Die Ölindustrie würde kein Geld mehr verdienen, wenn Hanf legalisiert werden würde. Die Textilindustrie würde kein Geld mehr verdienen, wenn Hanf legalisiert werden würde. Das sind Lobbys. Das sind Interessengemeinschaften, wo ein ganz paar Leute sich einen fetten Reibach dran verdienen und das auf Kosten des ganzen Planeten. Wer also was für den Weltfrieden tun möchte und dafür, ich rede jetzt von einem gesunden Planeten, ist aufgerufen, seinen Tabak in langen Zigaretten zu rauchen, einfach als Zeichen für, man könnte es auch kiffen. Ich intensiviere das noch. Aber das wollte ich mal gesagt haben. Ging mir eben durch den Kopf, wo ich hier die Zigarette anhatte und letztens schon mal eine Zigarette in einem Video geraucht hatte, wo jemand sagte, eigentlich alle gesagt haben, boah, der raucht da eine Tüte. Nein, meine Zigarette. Ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und das ist das Einzige, was so ist, wie es aussieht. Bis denn.